Hallo Udo, grüß dich. Heide Marie, hallo ihr zwei. Ja, die Hallo. Annemarie ist heute zu Hier ist der Besuch. böse Annemarie, ich grüße dich Na, oder herzlich. Annemarie, wieso böse? Erzählt, was gibt's denn Schönes? Oh ja, wir waren jetzt unterwegs, haben uns Tiere angeschaut, haben wegen was gegessen und sind ganz beeindruckt von der Schöpfung. Diese großen Dammwilde Tiere, herrlich, so schöne Es ist Tiere. alles, die Schöpfung ist einfach zum Bestaunen da. Es ist jeder Moment, vor allem was also das Verrückte ist, wenn einem bewusst wird, dass das alles aus dir kommt. Es ist alles nur in deinen Kopf. Und wäre es nicht in deinen Kopf gemacht, dann wäre es nur nirgendwo. Das Die stimmt. Schwierigkeit ist dieser normale Glaube, den man in sich trägt. Das lautet, man kann so viel aufschlüsseln, wobei es gar nicht nötig ist. Ich sage immer wieder, wenn du einen richtig gesunden Menschenverstand kriegst, dass du dich löst von dem ganzen Geschwätz der Menschen in deinem Traum, in deinem Kopf, diese Entmündigung, die Selbstentmündigung des eigenen Geistes. Ja. Das ist das, was man Normalität nennt. Sich festhalten an dem Geschwätz von irgendwelchen Fachleuten, dass ich immer nur darauf hinweisen kann, wenn du anfängst, dich auf Fakten zu konzentrieren, auf wirkliche Fakten, und das sind eben die hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen, was das Faktum ja bedeutet, dann wird dir sehr, sehr schnell bewusst werden, dass 99% von den ganzen Glaubenssätzen, die man als Fakten betrachtet, dass man die nicht einmal überprüfen kann, wenn man wollte. Ja. Es ist so schön, in der Naturwissenschaft heißt es immer, die ganze Naturwissenschaft und auch die Religionen bauen auf Axiome auf. Und wenn du in Wikipedia mal das Wort Axiom nachschaust, das ist eine These, eine Theorie, das heißt eine Sichtweise. Denk an die Perspektiven der Tasse, die nicht mehr in Frage gestellt wird. Das heißt, die aber keine überprüfbare Glaubensgrundlage hat. Das ist zum Beispiel der Glaube, ich bin dieser Körper. Ja. Was ich immer wieder betone, und das sind diese Wiederholungen, das ist ein Prozess, der zieht sich raumzeitlich gesprochen in der Regel über 15, 20 Jahre hin, wenn du anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Du solltest nur noch einen einzigen vertrauen, nämlich dir selbst, deinen gesunden Menschenverstand. Du solltest die Toleranz haben, dass du alles für möglich hältst, was du hörst. Aber letztendlich in deinem Glauben solltest du nur das verwirklichen, was du auch wirklich überprüfen kannst. Und jetzt kommt es natürlich die Sache mit dem Glauben, dass der Glaube eine riesengroße Macht ist. Wir schauen uns einmal das Wort Glaube an. Wenn du das Wort Glaube anschaust, das beginnt erst einmal mit GL. Diese Radix GL mit dem einfachen Rot-Blau-System von Hohlo-Vieling ist einmal rot geschrieben, das geistige Licht. Dieses geistige Licht wird zwangsläufig, wenn wir es blau schreiben, zu einer Welle. Gal, das hebräische Wort für die Welle. WL ist schon ein doppelt aufgespanntes L mit 70 geschrieben, ein Joch. Ich setze jetzt einmal voraus, dass man zumindest die 22 Zeichen in der Grundsymbolik beherrscht. Und dann kommt nach dem GL kommt das AUB. Das AUB kann man jetzt zum Beispiel schreiben, die Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität. Jetzt hast du hier schon wieder, ich mache das immer so, jetzt hast du schon wieder die Welle. Beides gleichzeitig da ist. Und wenn du jetzt im Gematrie Explorer oder in einem hebräischen Wörterbuch nachschaust, wirst du feststellen, dass das Wort AUP, diese Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität, heißt Block. Es gibt im Hebräischen noch andere Wörter für Block, aber jetzt muss dir jetzt erst einmal klar sein, was bedeutet dieses deutsche Wort Block? Und da haben die meisten im Detail schon gar keine klare Vorstellung, aber so auf, ich sag mal, du kennst einen Notizblock, einen Häuserblock, einen Holzblock. Und wenn du in Etymologie-Duden nachschaust, ein Block ist ein aus vielen Einzelteilen zusammengesetztes Ding. Jetzt ist es unsere Welle, unser Glaube, GL, unser GL, unsere Welle ist nicht nur eine Welle. Die klassische eine Sinuswelle gibt es ja gar nicht, sondern das ist ein aus vielen Teilen zusammengesetztes Ding. Das ist diese aufgespannte Polarität in dir. Jetzt dieser Glaube und dieses AUB wiederum. Entschuldigung, das ist nicht der Block, das war die Mabul. Jetzt habe ich mich vertan. Das ist, ich war jetzt bei der Sinnflut. Hast du, kannst du den Gematrie Explorer mal aufmachen? Kannst du das machen? Jetzt habe ich einen Blödsinn erzählt. Ich war jetzt schon wieder einen Gedanken weiter. Warte mal, du. Passiert, wenn man in mein Alter kommt, passiert es. Kein Pass auf, du Problem. kannst ganz einfach Wikipedia, geh mal, Entschuldigung, geh mal ganz einfach aufs Internet, du kannst wegschalten, du mal dein Internet aufmachen, Heidemarie. Okay, mache ich. Warte mal, Moment. Halt die Bilder, müssen. Dass du das einmal siehst. Warte mal, ich gehe jetzt ins Internet. Jawohl.
Und wo? Was soll ich jetzt da eingeben? Jetzt pass auf, und jetzt gibt es den Gematrie Explorer. Hast du den eingespeichert? Ich glaube schon. Dann tu mal den Gematrie Explorer eingeben. Ist es ein Wort oder zwei? Ja, du musst Gematrie, einfach den Gematrie hast du denn nicht abgespeichert. Warte mal einen Moment, ich schaue gerade. Doch, den habe ich Du, eben. pass auf, Heidemarie, tu mal doch gar nicht recht lang rum. Der kommt. Geh Doch, mal der wieder auf kommt Skype. schon. Lassen. Er kommt. Geh mal wieder auf Skype. Jetzt habe ich eben. Ja, jetzt habe ich ihn. Du hast ihn, okay. Was hast du denn bei Eingabe ist Hebräisch und gesucht wird ganzes Wort? Jawohl, genau. Jetzt gib mal Folgendes ein. Jetzt gibst du ein M ein, also 40. 40. Dann gibst du da 2 ein. A B. Dann gibst du da Waff ein. Und dann gibst du nur L ein. Lamed. Es war, 30. sagen wir mal bitte schnell, ich bin nicht mehr Ja. firm mit dem, was war das, Waff? 40, 40 gibt die Ziffern ein. 40, 2, 6, 30. 36 und dann 30. Ja? Dann drückst du mal drauf. Aufsuchen, ne? Auf Suchen, richtig? Ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe das Da. gerade jetzt neu entdeckt für Ja, mich. und jetzt? Nochmal, Heidemarie, ich sage immer wieder, das muss man nicht wissen, aber ist sehr interessant, weil wir gerade bei der Schöpfung waren. Und jetzt pass auf, wenn du das jetzt anschaust, jetzt hast du hier MBUL, das ist Mabul. Ja. Das ist das hebräische Wort für die Sintflut. Ja. Das heißt auch Chaos, eine Quelle, Verwirrung, Sintflut. Sintflut, die Sintflut oder die Sintflut. Und du hast schon in dem Wort Sintflut hast den Sinus schon vorne drin. Der Sinus und das T machen wir zur Erscheinung. Der Sinus ist eine Erscheinung wie eine Flut. Und dieses Wort Flut ist Efflut. Da habe ich schon darauf hingewiesen, wenn du das Blut nimmst, was ja der Adam heißt ja auch, das Damm ist ja das Blut. Belud heißt in einer Hülle stecken, weil Lud alleine heißt eine Hülle. Dann haben wir Efflut ist eine F, sage ich immer, denkst du an Facetten, an Fragmente. Diese Facetten, diese Fragmente deiner Gedankenwelt sind eine Hülle, die dich einhüllt. Und das ist der Sinus, der in Erscheinung tritt. Das sind deine Gedankenwelt. Okay? Und das ist die Mabul. Und wenn man das Bul, dieses Polar aufgeht, jetzt geh mal auf Löschen. Okay? Löschen. Und dann drückst du 2, 6, 30. Das Moment ist mal jetzt. bitte, aber das ist jetzt trotzdem noch da, obwohl ich auf Löschen gedrückt habe. Ja, das bleibt schon drin. Auf Also, Löschen. Jetzt gibt okay. So, es und 3, 6, jetzt, warte, jetzt muss ich 30. dein Bild erstmal tun. 2, 6, 30. 6 und 30. Ja? Jetzt siehst du das Bool alleine. Suchen. Siehst du? Suchen gehen. Immer suchen. Entschuldigung. Nee, nee, bloß ich muss dein Bild jetzt immer verschieben, was? Ja, das ist ja so. Den Udo, der ist nicht so wichtig. Okay? Ja, habe ich Ja, jetzt, dann haben wir Hast den, du dann haben wir das den Bull alleine? Polar. Dann können wir jetzt das da mal lesen. In Blau ein polar aufgespanntes Licht. Ja. Dieses polar aufgespannte Licht, das ist ein Block. Das ist das, was er da gerade erzählt hat. Ja, wenn du jetzt unten schaust beim Kommentar, da hast du jetzt B, heißt im polar aufgespannten physikalischen Licht. Und da steht jetzt bei Block drunter ein aus vielen Einzelteilen zusammengefügtes Ganzes. Das ist die genaue Bezeichnung von einem Block. Ein Häuserblock, ein Notizblock, ein Wohnblock, da merkst du das schon, das ist eigentlich hier. Und jetzt ist die Mabul, die Sintflut, ist eine M, eine Gestaltwerdung von einem Komplex von Gedankenwellen. Das ist diese Sinusflut, weil du kannst ja nicht an einen einzelnen Sinus denken, sondern das ist ja immer ein Bild, ist ja ein Riesenfrequenzgemisch. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zum Glauben, da haben wir ja das GL, haben wir ja die Welle, das wissen wir ja, dass das Geistige. Gib mal kurz GL ein. Löschen erst wieder, ne? Und dann. Löschen, dann GL eingeben und dann auf Suchen. Und was hat jetzt Genau, GL schnell wieder für 3. 3,30. 3,30. Ja, das bin ich jetzt im Moment Jetzt sag nicht so. noch nicht, Heidemarie, ich sage immer wieder, das musst du nicht wissen. Du musst da nicht wissen, wie dein Computer funktioniert. Das reicht, wenn du ins Internet kannst und kannst da, wenn du rumspielen. Genau. Okay, jetzt hast du, das ist natürlich ein Riesen. Normalerweise ist die Übersetzung ist Welle und Haufe und das ist auch dann noch Grabhügel. Das sind Steinhaufen, Trümmerhaufen, Ganze das sind Menge. Sonderformen, das übrigens immer in der Bibel auch so vorkommt. Unten heißt bei Hinweis Kot besonders menschlicher als Brennmaterial. Es gibt eine Bibelstelle, wo hier menschlicher Kot als Brennmaterial benutzt wird, da heißt es Gall, okay? Das sind die Gedankenwellen und jetzt löscht es einmal und jetzt geben wir mal 1, 6, 2 ein. Eins, Das ist sechs, sechs und A, zwei, ne? U, B.
Glaube, wir wollen ja den Glauben anschauen, ne? Und jetzt sind wir hier bei was ganz was Interessantem. Dieses AUB, das können wir jetzt sagen, der Schöpfer und eine aufgespannte Polarität. Merkst du, wir haben schon wieder, oder die Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität. Wir kommen von dieser Wellensymbolik überhaupt nicht raus, weil GL für sich alleine heißt ja Welle und jetzt kommt AUB und das heißt, die Schöpfung ist eine aufgespannte Polarität. Wenn du das Waff rausschmeißen tust, AB alleine ist zum einen ja der Vater und zum anderen heißt es aufblühen. Es gibt keinen Vater ohne den Sohn. Ich bin eins mit dem Vater. Okay? Der Vater ist AB, aus 1 waren 2 ab. Und der Sohn heißt der Ben. Das ist eine polare Existenz. Das ist jetzt der Adam, der ist Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Und jetzt interessant: dieses AB heißt Beschwörungskunst und Totengeist. Also eigentlich die Beschwörungskunst der Totengeister. Jetzt pass auf: dein Glaube ist die Beschwörungskunst eines Totengeistes. Dieser Satz, es wird immer, immer so auftauchen, so sein, wie du glaubst, dass es ist, wie du es dir ausdenkst. Jetzt kannst du den Udo wieder machen. Du merkst jetzt schon die Sprachen, dass das eine vollkommen neue Darstellung ist. Ich sage immer wieder, Holofilling ist ein vollkommen neues Weltbild. Das heißt, das macht jetzt erst einmal bewusst, dass ich immer wieder diese Grundannahme für euch, wir symbolisieren dich jetzt einmal mit einem Computer, dich Geist, der mir jetzt zuhört, der ist nur ein Geist. Und ein Computer, der macht ohne Programm und ohne Software überhaupt nichts. Das heißt, was auf dem Bildschirm, auf dem Monitor in Erscheinung tritt, steht und fällt mit dem Programm und den Daten, mit denen der Computer zurzeit arbeitet. Und genauso ist es mit dir, Gotteskind. Du hast von mir einen gewissen Intellekt bekommen, das ist dieses Leben, das du durchlebst. Das ist dieser Intellekt, das ist sehr komplex und die Welt, die jetzt in einem ständigen Wechsel in deinen Kopf in Erscheinung tritt, ist die Welt deiner Interessen, deines Glaubens. Das sind immer wieder dieselben Sätze. An was denkst du, wenn du an Welt denkst? Das, was du dir jetzt denkst, sind deine Informationen, die sind nur, wenn du sie denkst. Und darüber diskutieren wir nicht mehr mit Trockennasen nach. Es macht zuerst einmal extrem alleine. Aber ich sage immer wieder, das, was eine Gewissheit ist, über das müssen wir nicht reden. Und alle Vermutungen, ob es an Jesus gegeben hat oder ob es den nicht gegeben hat, egal was einer behauptet, er plappert irgendeine Theorie noch. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter, ich sagte, in der Vergangenheit war überhaupt nichts, weil es keine Vergangenheit gibt. Ganz kurz, kann ich wieder abschalten mit Germa? Ja, selbstverständlich. Du kannst jetzt einfach wieder auf Skype drücken, dass du den Udo wieder hast. Jawohl, wunderbar. Jetzt haben wir dich schon Okay. da doppelt. Jetzt haben wir oder jetzt Das haben wir ist dich. doppelt hier. Das ist eigentlich hier so die Erkenntnis und du kannst eh nichts verkehrt machen. Das ist, du musst bloß aufmerksam werden. Mir geht es darum, dass du eigene Meinung bekommst. Ja. Das ist, und es wird immer mühseliger mit normalen Menschen. Das ist diese Besonderheit. Das ist der Glaube verwirklicht. Und jetzt ist natürlich, wenn jetzt hier du dir zwei Menschen ausdenkst mit unterschiedlichen Meinungen, das kann jetzt sein, dass du dich dabei beobachtest, wie du mit irgendjemandem diskutierst, weil du ihm deine Meinung aufzwingen willst. Mit Holofeeling wird dir das nicht passieren, wenn du das ein Beispiel verstanden hast, weil das Erste, was ich dir lehre, dass jeder Recht hat. Ja. Und das meine ich auch vollkommen ernst. Bloß wenn jetzt dieses klassische Dassenbeispiel ist so tief, wenn die streiten, der Henkel ist rechts oder der Henkel ist links, dass die nicht begriffen haben, dass das eigentlich, die wissen nicht, um was sie reden, um was es eigentlich geht. Was ist dieses darüberliegende Objekt, das so viele Perspektiven ermöglicht? Und wenn die jetzt spazieren geht, das ist das Verrückte. Wie oft hast du schon gehört in Selbstgesprächen, was ist das verbindende Parameter? Oder anders ausgedrückt, was hat der Känguru in Australien, ein Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm in Paris gemeinsam? Den Geist, der sich's denkt. Gleichzeitig jetzt. Es sind diese Informationen des Geistes, der sich diese Dinge ausdenkt. Das ist ein Faktum, eine wirkliche hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Stimmt oder stimmt? Ob jetzt diese Sachen, die ich mir jetzt ausdenke, ob die unabhängig von mir da außen auch dann existieren, wenn ich nicht dran denke, oder ob es Neandertaler in der Steinzeit gegeben hat. Das ist wieder eine reine Glaubensfrage. Die muss eins klar sein, jeder, der das behauptet, der behauptet es, weil man ihm das erzählt hat. Ja, der hat es nie erlebt. Stimmt oder stimmt? Ja. Er lebt aus zweiter Hand und sage ich, egal welche Theorie du nachplapperst, du wirst immer ein billiges Abziehbildchen von der Theorie sein, die du nachplapperst.
Ob das eine Glaubenstheorie ist, ob das eine wissenschaftliche Theorie ist, es sind alles nur, in deinem Traum befindest du dich in einer Welt voller Rezitierchen, die sich alle selber als Affen betrachten, als Primaten. Aber wer denkt sich diese Primaten aus? Existieren die überhaupt, wenn dieser Geist, der sich die jetzt ausdenkt, nicht an sie denkt? Dann existieren Der sie nicht. springende Punkt. Und jetzt kommt die Sache, dass du jetzt einen Trick anwenden musst, dass du dich selber zuerst einmal denkst, aber nicht als einen Affen, sondern du denkst dich jetzt als einen träumenden Geist. Das haben wir ja in die Fliegenstahl-Vorträge, habe ich das ja immer wieder angesprochen. Dann wirst du feststellen, dass dieser träumende Geist, der jetzt dich Geist symbolisiert, in dem Moment stellst du dich vor dich hin und jetzt haben wir das Prinzip mit den Einfallspinseln. Dass wir jetzt eine Reihe haben, dass ein träumender Geist sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Diesbezüglich kann der auch nichts verkehrt machen. Die muss irgendwann einmal glauben in deinem Leben, dass die Figur in deinem Traum, die Rolle, die du spielst, die kann selbstverständlich Fehler begehen, aber nicht der träumende Geist, der du bist. Weil der muss, Bindestrich darf, das ja anschauen, was ich ihm träumen lasse. Und alles, was geträumt wird, was ausgedacht wird, was in Erscheinung tritt, ist immer nur in dem Moment, wo du das denkst. Stell dir einen träumenden Geist jetzt vor dich hin. Ich sage, denk dir jetzt einmal normal gesprochen einen Menschen aus, der da liegt und schläft. Für den ist die Welt, in der er sich befindet, ist komplett untergegangen. Von der weiß er nichts mehr. Und die Welt, die er jetzt erlebt, besteht wie in einem Kino aus ständig wechselnden Bildern in seinem Kopf, wo jedes einzelne Bild wie eine Welle aus dem Meer aus ihm herauskommt, auftaucht und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ja. Das ist ein Faktum. Das heißt, du wirst feststellen, du kannst jetzt zum Beispiel immer wieder, was ich sage, ich erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht war, da war, du denkst jetzt an einen Wohnzimmerschrank hinter dir. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt frage ich dich, wenn ich jetzt ein göttlicher Richter wäre und ich frage dich, war jetzt der Wohnzimmerschrank die ganze Zeit da und du würdest das beschwören, Schwester Meinheit. Wenn dir das jetzt logisch erscheint, ich sage immer wieder, ihr Menschen seid logisch, aber ihr seid nicht geistreich, ihr verwechselt euch vollkommen logisch erscheinende Konstrukte, Konstrukte eurer Logik, verwechselt ihr mit der Wirklichkeit. Hättet ihr diese Logik nicht, würdest du diese Logik nicht kennen, würdest du diese Bilder nicht aufbauen in dir. Du würdest diese Verknüpfungen nicht tätigen. Ja, das wird immer mehr bewusst. Das Bei wird, Anna Marie zum kann immer nur Beispiel. sagen, hört ihr bis zum Erbrechen die Skype-Gespräche und ich wiederhole das tausende Male und irgendwann einmal ist ein Prozess, oft bei manchen nach 10 Jahren, 15 Jahren erst, die dann sagen, hier, Mensch Udo, du hast das vor 20 Jahren schon gesagt. Jetzt, wenn ich immer meine berühmten Namen in Manidonis oder die Feddings, das sind auch nur Gedanken von dir. Also ich will dir damit nicht sagen, dass die irgendwie besser wären wie du. Nochmal, ich unterhalte mich jetzt mit dem Geist, der sich das alles ausdenkt. Das ist eine andere Ebene. Die Ebene der Erscheinungen ist die Ebene der Wellen. Die kommen und gehen. Und der, der die Wellen aufwirft, der Geist, der mir jetzt zuhört, der ist immer. Und das ist die Kunst, du bist etwas, was man nicht denken kann. Ja. Ich erkläre dir gerade eine Unzerstörbarkeit, weil nichts kann man nicht zerstören. Und alles, was du dir denkst, wird nicht überleben. Du kannst es versuchen zu wiederholen, dann hast du den Alterungsprozess. Das ist immer wieder das Spiel. Deswegen fühlst du dich nicht älter. Das Ich-Leben, dich immer wieder darauf hin, der Geist, der jetzt dieses Leben durchlebt, das du zurzeit durchlebst, der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der muss nicht einer dieser drei Gesprächsteilnehmer sein. Das ist das Verrückte. Sich hier eigentlich einen Außerstehenden, eine höhere Perspektive anspreche. Du bist immer, nicht irgendwelche Figuren, die du dir denkst. Und überlebt auch, wenn man sich jetzt dran klammert, dass man so in der Esoterik oder in religiösen Geschichten meint hier, ja, meine Seele überlebt ja. In dem Moment, wo du an eine Seele denkst, ist die auch was ausgedacht ist. Nicht einmal ein Gott, den du dir ausdenkst, überlebt. Weil ein Gott, den du dir ausdenkst, der existiert nur immer dann, wenn du ihn denkst und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Das ist nicht dieser Gott, von dem du dir kein Bild machen sollst. Drum sollst du ja kein Bild machen, weil sobald du dir ein Bild machst, machst du einen Gedanken und der ist vergänglich. Das weist auf diese Ewigkeit hin. Und du wirst dann immer mehr erkennen, das bin ich selbst. Jetzt wird dein göttliches Bewusstsein in dir wach. Dann merkst du diese Fehlinterpretation. Ist mal interessant, du musst du mal versuchen im Internet, gib mal in irgendeine Suchmaschine ein, was bedeutet eigentlich das zweite Gebot?
dann wirst du natürlich unheimliche Internetseiten finden von irgendwelchen Sekten oder Kirchen, die dir das zweite Gebot erklären. Was hier hochinteressant ist, dass das zweite Gebot in den ganzen langen, ellenlangen Erklärungen in der Regel immer bloß aus diesem kleinen Satz, mach dir kein Bild von Gott, besteht. Aber das zweite Gebot befindet sich ja in der Bibel, also in der Tora, beziehungsweise eben dennoch an zwei Stellen. Du findest das im zweiten Buch Mose im Kapitel 20 und im fünften Buch Mose im Kapitel 5. Das sind diese 10 Gebote fast identisch wiedergegeben. Im fünften Buch Mose ist nochmal einige minimale Veränderungen in manchen Geboten, aber nicht, dass die anders werden, sondern das ist eigentlich so in einer erfüllten Form. Und jetzt ist es interessant, dass dieses zweite Gebot, man könnte das, die Katholiken, die Protestanten teilen auch die Reihenfolge verkehrt ein, weil da wird ja nicht erstes Gebot, ist zweites Gebot, sondern das ist bloß immer, du sollst das nicht machen oder das nicht machen. Ja. So steht es eigentlich gar nicht, weil das hier eigentlich ein Imperfekt ist. Das heißt immer, du wirst nicht, du kannst, du sollst nicht. Das sind Vorschläge, aber das zweite Gebot, und das ist das, was ich hervorhebe, ist nicht, mach dir kein Bild von Gott, also von El Hayom, von Gott im Meer. Ganz einfach, weil El Hayom, Gott das Meer, ist immer. Und das, was immer ist, ist keine momentane Erscheinung, das ist eine Gedankenwelle. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und es geht ja dann noch weiter von irgendwelchen Wassern unter der Erde. Das heißt schlichtweg und einfach, ich sage, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Weil das Jetzt alles. heißt es nicht, dass du als träumender Geist dir nichts ausdenken darfst. Verstehst du, das ist ganz wichtig. Ich kann doch einem träumenden Geist nicht vorwerfen, dass er sich was ausdenkt, wenn ich ihn das träumen lasse. Es gibt so viel Faszinierendes, ne? Da wäre ich ja schizophren, wenn ich dich träumen lasse und ich werfe dir vor, dass du träumst, obwohl du keinen Einfluss drauf hast. Jetzt ist immer wieder darum betone ich auch das Deutsch-Hebräische in der Vordersprache. Be'ilet heißt ja im Kind. Und er heißt erweckt, erwacht. Be'ilet er Bilder heißt im Kind erweckt. Und du darfst dir selbstverständlich was ausdenken. Das glaube ich, habe ich tausende Mal in den Selbstgesprächen erwähnt. Weil du kannst dir das ja eh nicht raussuchen, dass das passiert. Aber diese Bilder, die du dir ausdenkst, sind nicht da außen. Die sind in deinem Kopf, das sind deine Informationen. Auch hier erwähne ich immer wieder, dass das selbst, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist im Glauben, schreib dir dein Glaube vor, dass erst dann eine Information von dir wahrgenommen wird, wenn die in irgendeiner Art und Weise in deinem Gehirn dargestellt wird. Wenn das in deinem Gehirn angekommen ist, ich sage mal so, ob jetzt das sinnliche Wahrnehmungen sind, ob das Gefühle sind. Wenn ich immer so das Beispiel mache, wenn du die Hand vor dich hinhältst und du kratzt dich in der Hand und du schaust dir das einfach einmal an, du wirst merken, deine normale Logik sagt einfach, die schwätzt und sagt, ich spüre die Hand. In der Hand ist ja mit deiner materialistischen Logik nichts drin, wo man spüren kann. Das muss zuerst im Gehirn oben, das muss da drin sein. Bevor es nicht da ist, wird es nicht wahrgenommen. Und jetzt ist immer wieder die Frage, wer ist es, der sich das anschaut, was da im Gehirn drin ist? Wer ist es, der das sich anschaut? Das Gehirn selbst? Schau, wenn jetzt das immer wieder, wenn du das jetzt wieder aufnehmen solltest, Heide Marie, und ins Internet stellen, was gar nicht nötig ist, weil alles, was ich dir jetzt erzähle, ist eh schon auf Genau. Selbstgesprächen drauf. Also da ist jetzt nichts Neues, aber du merkst, das musst du selber wiederholen. Solange du immer wieder wegglitscht, das ist ja ein Leben, ist sowas Fantastisches. Und ich sage jetzt gerade, wenn ihr spazieren geht, auch das habe ich tausende Male wiederholt. Es ist doch so eine Freude, jetzt einmal bewusst diese ausgedachte Welt in Maßsetzung deines Intellektes, diese unvorstellbare Flora und Fauna bewundern zu können. Diese unendliche Vielfalt der Tierwelt. Ja. Aber du würdest jetzt als ein tierlieber Mensch nicht einen Hauch, eine Sekunde dran kommen, irgendeinem Tier vorzuwerfen, dass es so ist, wie es ist. Wie sieht's aus, wenn du einen Trockennasenaffen denkst? Ist schon verrückt. Du wirst eine Schizophrenie bewusst werden, dass da komischerweise eine Spaltung ist, weil die sind nicht so, wie du sie haben willst. Und das Verrückte ist, dass die Trocken, diese Menschen, die Enosh, die sterblichen Menschen, die Figuren, die Protagonisten in deiner Traumwelt, die sind nichts anderes wie die Protagonisten in einem Märchen oder in irgendeiner fiktiven Geschichte, in einem Krimi. Die müssen ihre Rollen spielen. Und es gibt eine einzige Ausnahme in dem Spiel, das bist du selbst. Du bist in deinem Traum der Einzige, der wach werden kann. Ja. Und das beginnt in dem Moment, wo du dich nicht mehr mit einer Figur verwechselst.
Das heißt, wenn du Geist jetzt denkst, egal an wen du denkst, das ist ein Gedanke. Drum immer wieder die Sätze, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Wohlgemerkt, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, der immer ist. Der Udo ist es nicht. Ich sage das immer wieder. Und ich meine das wirklich vollkommen ernst. Jetzt greife ich natürlich in einen Widerspruch ein. Ich kann jetzt gar nicht da sein, weil ich vor 2000 Jahren schon gestorben bin. Was ein Widerspruch ist, weil ich dann wieder sage, es hat mir einen Jesus gegeben. Ich sage nicht, dass es prinzipiell keinen Jesus gegeben hat. Den gibt es jetzt. So wie es den Udo jetzt gibt und das Gespräch jetzt gibt und wie oft hast du schon gehört, wenn du das jetzt aufnimmst, sage ich, du nimmst es jetzt auf und du hörst es jetzt an. Ja. Alles, was passiert, kann immer nur jetzt passieren. Das rot geschriebene Jetzt besteht aus unendlich vielen Momenten. Jetzt haben wir schon wieder unser Mom. Mom, MM. Mhm. Das ist die Evolution, ex folgere das Herausrollen. Und jetzt auch wieder so ein Wort. Was hast du bisher unter Evolution verstanden, vor Holofeeling? Da kannst du jetzt in dich reinschauen, was das Wort Evolution für eine Vorstellung in dir aus, was du vorgestellt hast. Und jetzt schauen wir einfach das Wort an und ich sag dir, das heißt einfach Evolution, ex folgere heißt herausrollen. Und dazu, es ist jetzt wieder ein Wort und ich sage immer, wenn man was haben, gibt es ein Gegenteil dazu. Das Gegenteil dazu ist die Revolution. Jetzt frage ich dich, Heidemarie, was hast du bisher bei dem Wort Revolution gedacht? Und du wirst jetzt feststellen, das hat zurückrollen. Und das eine gibt es nicht ohne das andere, weil in dem Moment, wo was auftaucht, verschwindet was. Gedanke zu Gedanken, darum habe ich ja die schöne Metapher gebildet mit der 200 Gramm rote Gnede, der symbolische Geist, der ständig seine Form verändert. Das bist du, indem du ständig deine Informationen veränderst. Und für diese Informationen in deinem Kopf gibt es kein Vorher und kein Nachher. Sie sind immer nur, wenn sie sind. Das ist wie mit den Wellen im Meer, also diese klassische Welle. Da kommt dann nicht zuerst der Wellenberg und dann das Wellental, sondern genau genommen passiert es immer gleichzeitig. Jetzt. Das ist das neue Denken. Und das findest du dann in allen Religionen. Und das war dann auch in der Arithmetik, auch übrigens in den ganzen Physikbüchern. Aber jetzt haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass diese Fachleute, wenn du jetzt genauer weißt, was du feststellen, wirklich, egal wer spricht, wenn die den Mund aufmachen, sie rezitieren irgendwas. Ich habe doch dir hier geschickt zum Beispiel diesen Sprachkünstler, den Schweizer, der die Sprache zerlegt. Das ist auch so eine Sache, der greift auf Schriften von Landmann zurück. Das ist egal, was eine bringe, da kommt immer noch ein bisschen was dazu, aber auch hier gilt, egal was du dir für Videos anschaust, was hier im Hintergrund bei diesen Figuren mitschwingt, wenn wir denn jetzt einen Charakter zusprechen, was überhaupt nicht in Frage gestellt wird, ist das raumzeitliche Weltbild. Ja. Dieses Außen und das Vergangene. Und das ist die Falle. Mach, halte verdammt nochmal das zweite Gebot. Obwohl es sehr faszinierend ist, welche Zusammenhänge er aufdeckt. Ja, dieses. Das ist ein wunderbares, sowieso, darum habe ich es ja reingestellt. Ein Chat, ne? Das ist, ich sage diese Wortspielereien. Super. Ich sage im Einfachen zuerst einmal, pass auf, dass wenn irgendwelche, ich nenne es einmal Geräusche, wir wollen es noch gar noch nicht Worte nennen, wenn egal in welcher Sprache irgendeiner ein Wort ausspricht, drückt er nur ein Geräusch aus. Und Geräusche, wenn die gleich klingen, haben die im Hintergrund zwangsläufig dieselben Lautwesen stehen. Dann sind dieselben Schöpfungsenergien drin. Und jetzt ist natürlich mit dem Austausch in dem Spiel, wo er macht, ist die erste große Falle, ist nicht das Spiel, das er mit den Worten betreibt, das ganz faszinierend ist. Es gibt nichts Faszinierendes wie die Sprache. Ich gehe mal die Sprachen deiner Welt, wenn du den Zusammenhang erkennst, das geht mit der Vatersprache, sondern dass hier die Erklärung wieder raumzeitlich ist, dass im Laufe der Jahrtausende sich das so entwickelt hat und dann hier diese Lautwandlungen findest du auch in jedem Fachbuch, zum Beispiel hier im Lateinisch, im Altlateinischen, zum modernen Lateinisch gibt es dann einen SD-Wandel, das ist zwischen Mens und Ment, das ist Denken, Mens, Ment, das ist diese Wandlungen, das kann man alles in Fachbüchern nachlesen und das wird immer auf eine Evolution, auf eine chronologische, zeitlich chronologische Entwicklung, die sich von der Vergangenheit in die Zukunft aufspannt, was natürlich richtig ist, wenn ich mir jetzt wieder Zeitfenster ausdenke. Ich mache immer hier, mache mal Zeitfenster und es ist wie mit dem Raum. Das ist immer wieder das Spiel, wenn du die Bilder siehst, wenn ich hier auf den Kopf deute, selbst der von dir jetzt ausgedachte Kopf ist, was ausgedacht ist. Der steht symbolisch für dieses Bereshit, für das erste Wort in der Tora, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und jetzt denkt man so einen Kopf symbolisch aus, so wenn ich sage, denk dich, du bist dieser symbolische, nicht denkbare Kopf und du denkst dich jetzt als einen träumenden Geist.
Das ist, wenn ich jetzt auf den Kopf deute. Und ich kann mir jetzt, sage ich immer wieder, ich kann mir jetzt hier Zürich hindenken und hier Wien hindenken, oder ich denke mir hier Weißenburg und ich denke mir hier Nürnberg. Du musst wissen, das Nürnberg, das ich mir ausdenke, ist hier und das Weißenburg ist auch hier und ich spanne jetzt die eigentlich vor mir, ich stelle die vor mir als ein Raumfenster und genauso kann ich sagen, wir können uns jetzt die Geburt Christi denken und 2015 denken. Ich denke aber beides jetzt. Und ich sage, wenn du einen Hauch von Geist hast, ist das so schwer zu verstehen. Wenn jetzt an ihn die Auftauchen und sagen, das verstehe ich nicht, dann merkst du, das ist nur Programm, da ist Geistlosigkeit. Das ist wirkliche Geistlosigkeit. Und du wirst merken, gerade Leute, die mit einem extremen Intellekt brillieren, mit Wissen, das sie rezitieren, es ist nichts anderes, wie wenn du vor dem Computer sitzt. Ich sage so oft, wenn du Intellekt bewundern willst, dann geh in deinen Computer und geh ins Internet. Da hast du vor dir einen Kumpel stehen, das kann ein normaler Mensch dir gar nicht bieten an Wissen. Wenn du deinen Computer fragst, der kann dir auf alles Antworten geben. Das Schöne, wenn du dem was fragst, der weiß nicht nur eine, der weiß tausende verschiedene Antworten auf eine Frage. Jetzt ist wieder dein Problem, welche, wenn die sich widersprechen, welche davon willst du jetzt glauben? Und ich sage, du sollst alle glauben. Das ist erst das ein Beispiel. Im Ich Bin Du heißt ganz am Anfang, im ersten Ich Bin Du, diese Hans-Geschichte, wo der Hans dann erkennt, ich will ja nicht an das Verkehrte glauben. Das ist ja diese Erziehung. Wenn sich was widerspricht, kann ja bloß eins davon stimmen. Was hier ausgeklammert wird, ist wirklich eine neue Qualität. Was ich dir jetzt lehre, ist, dass alles, was sich widerspricht, gibt was vollkommen Neues. Und es gehört untrennbar zusammen. Drum ist mir so wichtig, wenn ich immer wieder betone, ich postuliere keine Feindbilder und du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas, was in dir in Erscheinung tritt, für die Heiligkeit der Schöpfung unwichtig wäre. Dazu gehört auch Krieg und Krankheit. Also ich beobachte immer wieder, dass ich so Vorlieben habe, denn zum Beispiel so eine bestimmte Thematik, jetzt die Flüchtlingsthema, wie sich mein Verstand daran festhält. Und es ist schön, dass ich das beobachten kann, dass ich es nicht Du ablehnen sollst, muss. wo Ja. wichtig ist, du sollst an diesen Glauben, an diesen Menschen, an diesem Programm, an deinem Intellekt zuerst einmal überhaupt nichts verändern wollen. Das ist Du ja sollst es dir geistlich, ne? bewusst machen. Dazu musst du aber wer anders werden. Du musst der werden, der dies nicht mehr mit diesem Programm arbeitet, sondern zum reinen wertfreien Beobachter werden, der dieses Programm analysiert. Wie funktioniert dieses Ding, das du ein Leben lang zu sein geglaubt hast? Mit was sympathisierst du? Das ist doch mein Beispiel, wo ich auch hunderte Mal erzählt habe, du beobachte dich einmal, wenn du Fernsehen schaust. Das heißt, da ist jetzt das Fernsehbild, das sind einmal die Reizauslöser. Da ist irgendeine Diskussion über Flüchtlinge. Und du sitzt jetzt vorm Fernseher, beides ist ausgedacht vor dir. Und du beobachtest jetzt, hast du mal, was im Fernsehen läuft, diese Diskussion als Reizauslöser. Und was jetzt viel wichtiger ist, du musst dich, diesen Menschen, dessen Rolle du spielst, diesen Charakter, beobachten und du wirst feststellen, dass du bei manchen Aussagen Beifall klatscht und bei anderen kriegst du so einen Hals. Das passiert immer öfter, das ist schön. Ja, und das sollst du sollst es dir bewusst machen und jetzt sagt, das Diskussionsthema ist die Tasse. Und jetzt pro oder contra, ich behängle es rechts, der Hängel ist links, von dir aus gesehen, als den absoluten Beobachter, wirst du, wenn du eine Diskussion hast, wenn du ich bist, hast du überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass irgendeiner mehr Recht hätte wie ein anderer. Das ist Mitte. Dann bist du absolut mittig. Okay? Ja. Das ist einmal das Erste. Das ist also hier, du bist wertfrei, weil du weißt, was die Tasse ist. Das Flüchtlingsthema hat viele, viele Aspekte. Und du wirst merken, alle Weltverbesserer, die ein einseitiges Ziel anstreben, entheiligen letztendlich ihren eigenen Geist. Weil ich immer wieder darauf hinweise, dass die höhere Ebene, die göttliche Welt, das Himmelreich funktioniert ganz anders wie deine raumzeitliche Welt. Ich könnte jetzt sagen, deine momentan ausgedachte Welt funktioniert im Ding ganz anders wie eine Gebärmutter. Der Säugling in der Gebärmutter ist in einer eigenen Welt. Und wenn du dann geboren wirst, kommst du in eine andere Welt. Und jetzt ist diese Welt ist symbolisch eine Gebärmutter in einer komplexeren Form. Und wenn du jetzt stirbst, wirst du eigentlich wieder geboren aus dieser Welt. Und das ist das, wo ich dir die Tür dazu öffne. Und das passiert von alleine, das ist an keine Bedingung geknüpft. Was du aber zuerst einmal brauchst, ist diese allumfassende Liebe. Das heißt, bist du in der Lage, wenn du jetzt für diese Flüchtlinge bist, und ich betone immer wieder, das Christentum lehrt dich zuerst einmal das, was du willst, dass man dir tut, dass du auch den anderen an. Das heißt, jetzt dieses nachkriegsdeutsche Dogma, man soll ja helfen. Es ist aber
Einseitigkeit. Du musst wissen, umso mehr diese Hilfsbereitschaft wächst, umso mehr hier der Wellenberg wächst, wächst auch das Tal. Das ist ein arithmetisches Gesetz, das steht überall. Da kannst du dir keine Emotionen oder sonst was erlauben. Das ist, wenn du auf jemanden triffst, der wirklich Liebe ist, zum Beispiel auf den Udo, wenn du den Udo oft zuhörst, mit einer normalen einseitigen Vorstellung von Liebe stehen jetzt erst einmal die Haare zu Berge, als wenn ich ein eiskalter Hund wäre. Ja, sicher. Es ist nein, ich liebe bloß alles gleich. Das ist die Freiheit. Ich mache keinen Unterschied. Und dann ist es halt, dass in einer Selbstanalyse Mitleid ist ein absoluter Blödsinn, weil wenn du in einer Traumwelt bist, wirst du irgendwann einmal begreifen, dass nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, leiden kann oder was empfinden kann. Es sind Schatten, es sind vergängliche Erscheinungen in deinem Kopfkino. Der Einzige, der leidet, ist der Geist, der träumt und vergessen hat, dass er träumender Geist ist und der jetzt seine eigenen programmabhängigen Vorstellungen von schön und hässlich verwirklicht. Das ist in allen Bereichen. Ich bringe immer gern, gerade jetzt in jüngeren Leuten, wir haben ja diese drei Wachstumsstufe, wenn du in der mittleren Phase bist, von der Pubertät bis zu den Wechseljahren. Dieses Thema Sexualität ist so eine unendlich überladene Symbolik. Und da muss jetzt erst einmal klar sein, dass kein Mensch kann sich seine Sexualität raussuchen, seine Intimität, seine eigene Sexualität, seine Fantasien. Genauso wenig, wie du dir deine Augenfarbe raussuchen konntest und deine Hautfarbe und deine alles deinen, du konntest dir deinen Charakter nicht raussuchen. Es ist eigentlich schon bei was, wenn jetzt eine Homosexuelle zum Beispiel verwerfen, einer, der homosexuell ist, der hat sich das genauso wenig rausgesucht wie seine Augenfarbe und der ist auch in keinster Weise krank. Bei was ist die, die meinen, dass das unnatürlich ist, weil es wieder nicht ihrer einseitigen Vorstellung von richtig entspricht? Ich fordere eine absolute Toleranz. Das sind so viele Geschichten, wo ich hier schon angesprochen habe. Und da ist es auch in den Völkern, wo ich sage, die Nazis. Ich sage mal wieder, die Nation, in der du geboren bist, du darfst stolz sein auf deine Nation, egal ob du ein Grieche bist oder ob du ein Türke bist oder ein Syrier bist, weil jede Nation was ganz was Besonderes ist. Dieses, habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder meines Leibes seid? Mein Beispiel, wo ich sage, betrachtet die Nationen wie die Sinnesorgane. Die Weltkugel ist ein Körper und die Völker sind jetzt meinetwegen spezielle Sinnesorgane, wie die Augen und die Ohren. Und du kannst stolz sein, zum Augenvolk zu gehören, dann kannst du sehen, aber dir muss klar sein, dass du taub bist. Und wenn du zum Ohrenvolk gehörst, dann kannst du hören, aber du sei stolz drauf, auf dieses Volk, aber wisse, dass es nicht vollkommen ist. Vollkommen ist nur der Körper, der sich aus vielen Nationen zusammensetzt. Das ist Holofeeling. Wir können für die Nationen auch Religionen nennen. Darum bin ich eigentlich vollkommen religionslos. Du wirst von mir hören, dass das Christentum besser ist wie andere Sachen. Es sind, zuerst einmal in der Grundlehre sind es Spezialisierungen. Das ist also hier, und das wird immer Mist, alles was weltlich ist in deiner Welt, ist so unendlich voller Fehler nachgeschwätzt. Die erste Ursache ist eigentlich schon das raumzeitliche Weltbild. Wenn ich jetzt einmal ohne anzugreifen den Vatikan im ersten Fliegenstallvortrag, da habe ich es am Rande laufen lassen. Wenn hier eingeblendet wird, Bischof sowieso Direktor der Vatikanischen Sternwarte, dann sage ich, verdammt nochmal, kennt er die 10 Gebote nicht, wenn die doch angeblich die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden sind, dann sollten die doch das zweite Gebot kennen, dann macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben am Himmel. Es ist purer Materialismus. Das bei den Zeugen Jehovas nicht anders, die sich streng nach der Tora halten, dann bringe ich die eigentliche Wachturmheftchen, wo vorne das Universum dargestellt ist. Es sind alles Materialisten. Das ist keine Schuldzuweisung an den Figuren, die ich dir in deinem Traum einspiele, sondern das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, den du als träumender Geist zu erkennen hast. Und nochmal, dieses Spiel ist eine andere Ebene. Du hast auch deinen eigenen Charakter des Menschen, dessen Rolle du spielst, nicht zu verändern. Die Veränderung besteht darin, dass plötzlich der Geist in dir wach wird, dass dir bewusst wird, was du in Wirklichkeit bist. Diese Trennung in unserem letzten Skype-Gespräch zwischen den Schauspielern und der Rolle, die du spielst. Der Schauspieler will die Rolle ja nicht verändern. Wenn du einen Kranken spielst, spielst du einen Kranken, aber dir wird irgendwann einmal bewusst, wenn du dich loslöst, dass eine Gedanke von dir, nichts und niemand muss leiden oder kann was empfinden. Da habe ich genügend Beispiele dazu. Wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Und wenn ich hier auf die Hand drauf habe mit dem Hammer, die Hand spürt es auch nicht. Der Einzige, der empfinden kann, ist Geist, der träumt. Und jetzt kommt natürlich schon die Trennung, wenn du mitleidest, leidest du mit jemandem mit, der gar keine Schmerzen nicht hat?
Das ist ja der Sprung zwischen Sympathie und Empathie, wenn man das verstanden hat. Du sollst dir klar machen, was das für Gefühle auslöst, aber ein Gedenker hat niemals irgendein Gefühl und der kann auch nichts wissen. Also glaub nie, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, ein Gedanke, das, was ich euch jetzt oder dir erkläre, dass der das verstehen kann. Ich erkläre dir, was Ewigkeit ist. Und Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Darum rede ich jetzt zu einem Geistesfunken von meinem Geist. Und das bist du. Du bist ewig. Nicht irgendein Gedanke von dir. Auch nicht, wenn du an dich selbst denkst. Das ist auch nur ein Gedanke von dir, mit dem du dich verwechselt hast. Und du bist deshalb ewig, weil in dieser Geist etwas ist, das nicht gedacht werden kann. Es klingt nur im ersten Moment verwirrend, aber sobald du wieder an Geist denkst, denkst du ja schon wieder an was. Wenn du an Gott denkst, denkst du schon, ist immer Gedankenwelt. Das, was ewig ist, muss immer mehr, muss immer sein. Und was in einem ständigen Wechsel auftaucht, die Gedankenwellen sind vergänglich, egal an was du denkst. Nicht einmal ein ausgedachter Gott kann überleben. Oder wie ich so schön sage, eine ausgedachte Ewigkeit dauert für dich so lange, wie du an Ewigkeit denkst. Selbstverständlich gibt es eine Ewigkeit. Aber das, was ewig ist, kann nicht in Erscheinung treten, weil alles, was in Erscheinung tritt, ist ja eine zeitliche Erscheinung. Ist eine Form. Das ist der Unterschied zwischen dem, was immer ist, ob ich das jetzt das Meer nenne. Das Meer ist immer dasselbe Meer, egal welche Wellen da oben toben. Und die 200 Gramm Origine, im Prinzip ein anderes Symbol für dasselbe. Wenn die sich ständig umformen, bleibt es egal, welche Form wir der Gnede geben, immer 200 Gramm Origine. Und du als Symbolisierter einer Lebensgeschichte eines Buches bist am Ende des Lebens immer noch dasselbe Ich. Das heißt, der Geist, der Leser symbolisiert diesen Geist, der jetzt eine Romangeschichte, ein Märchen zum Leben erweckt. Und der verändert sich während des Lesens als Ding an sich nicht. Der ist am Ende immer noch Geist. Wenn ich sage, Geist wächst, ist eigentlich ein Blödsinn, das habe ich auch zigfach erklärt, weil nichts kann nicht größer werden. Aber was dieses Nichts macht, das Wachstum, du kannst immer mehr Vorstellungen aus dir heraus generieren. Das wächst in dir, deine Vorstellungskraft wächst in dir. Und es bleibt was vollkommen Intimes. Und jetzt, weil wir nochmal bei den Intim sind, wenn ich sage, die Sexualität ist so tief, niemand kann sich in seinem Programm seine Sexualität raussuchen. Was jetzt verrückt ist, dass die teilweise so unendlich widersprüchlich sind, was den einen in der Fantasie rumtreibt, was er nicht aus dem Kopf kriegt, erzeugt in einem anderen einen absoluten Ekel. Wenn ich mir vorstelle. Das ist so kühl, wenn ich zum Beispiel mit unseren reden, du, der ist ja schwul, der hat gelitten ohne Ende. In der Kirche und schwul, und dann hat er sich noch mal weitergewusst, und dann habe ich zuerst einmal gesagt, du machst dich das selber zur Hölle. Das ist, sei das, was du bist. Lebe das Leben und steh dazu und lass dich nicht von irgendwelchen Schwätzern, von Lügnern, die machtgeil sind, das wird dir immer offensichtlicher werden. Recht haben wollen ist Macht haben wollen. Mein alter Satz, jeder, der Recht haben will, hat kein Recht, sonst wird er es nicht haben wollen. Da entziehe ich mich komplett, ich will kein Recht haben, ist es so wurscht, ob das einer glaubt, das ist ein Geschenk, das kannst du annehmen oder du kannst es sein lassen und wenn mich einer absaut, ich verteidige mich auch nicht, weil ich kein Ego nicht habe. Es ist mir so vollkommen wurscht. Das kann ich immer mehr nachvollziehen, es geht mir Es ähnlich. ist auch hier, Egal, was Druckschluss, jemand sagt. ich schaue es mit Holofeeling, es ist Außerwelt. Es ist wirklich, der Geist, der mir jetzt tut, ist ein Außerwelt. Nutze das. Du musst nirgends eintreten, nirgends austreten. Das steht in jedem, ich bin da mit drin. Es ist keine Sekte. Da gibt es nichts zum Eintreten. Versuch halt einmal einzutreten. Die Tür habe ich dir aufgemacht, aber das, wo das hinführt, es führt aus deinem momentanen Weltbild, aus deinem Glauben heraus. Ja. Jetzt nicht in irgendeinen Glauben, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht. Es ist ja immer wieder, wenn an den Glauben wechseln, es ist wie das Wechseln der Perspektive bei der Tasse. Was jetzt ist, dass du hier aus der Peripherie der einseitigen Sichtweisen herausgeführt wirst in die Tasse selber, du wirst zur Tasse. Du bist der Geist, der sich das alles ausdenkt. Das sind deine Informationen. Darum steht auch Holofeeling in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeinem anderen Glauben. Weil ich dir doch erkläre, jeder hat recht, jeder Glaube ist, sind wichtige Facetten von meinem heiligen Ganzen. Das ist so eine tröstliche Botschaft. Das ist so gut für jedes Egolein, das kann aufatmen. Der Geist, der du bist, umso mehr du das erkennst, umso mehr Frieden wirst du in dir finden, auch wenn es in dem normalen Traumleben als Figur auf und ab geht, weil wenn das zur Gewissheit geworden ist, hast du vor nichts und niemand Angst, schon gar nicht vom Verlust des Körpers, weil dir klar ist, der ist ja schon, der Körper ist ja schon nicht da, wenn ich nicht dran denke.
Und dann wird auch der ganze Schwachsinn der Schulmedizin, dass dir werden immer mehr Fehler bewusst. Und dir wird vor allem egal, wo du hinschaust, in dieser materiellen Welt, Gott ist Geld. Versuch, zapp im Fernsehen rum, mache Zeitung auf, zeig mir irgendeinen Artikel, wo nicht offensichtlich oder zumindest in einer hintergründigen Form es um Geld geht. Ja. Immer wieder, es gibt keine einzige Religion, wo ihr Gott mehr erwähnt und angebetet wird wie im Materialismus und Gott ist Geld. Wenn wir jetzt Gott definieren, Geld erhält uns am Leben. Ja. Umso mehr dir das klarer wird, umso mehr wird dir die unendliche Geistlosigkeit dieser Trockennasenaffen bewusst. Hast du schon die Größe, deine ganze Menschheit zu töten? Schreibe ich in Ich bin du. Total zu machen. Das ist so viele, die eigentlich alle nur Facetten des einen sind, wie die Wellen. Naja. Das ist normale Liebesmoral, kommst du nicht weiter. Der ganze Naturschutz zum Beispiel, irgendwas am Leben halten zu wollen, das ist nicht der Sinn der Schöpfung. Der Sinn der Schöpfung ist ständige Gestaltveränderung. So wie der Säugling, wenn er erwachsen werden will, sich auflösen muss, muss sich auch die Tierwelt, all das ganze Zeug unterliegt an der Verwandlung, bis hin in höhere Strukturen. Völker, wo sind jetzt die Wikinger, wo sind die Germanen? Es hat sich alles verwandelt, auch in den Namen. Das ist umso mehr du dich trennst von dieser momentanen Vorstellung von Welt da außen, die dir dein Glaube vorschreibt. Und du begreifst, dass das nur eine winzige Facette ist, noch nicht einmal Vorschule. In meiner göttlichen Schule. Ja. Jetzt musst du zuerst einmal wissen, was Geistsein bedeutet. Das Allumfassende, das unendlich mächtig. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich habe erst jetzt ein Gespräch gehabt mit Lichtnahrung. Ich nicht darauf eingehen, das ist diese Sache mit Lichtnahrung. Geht es oder geht es nicht, wenn mich die Leute fragen? Ich sage beides. Ich bringe dir welche. Der Toni zum Beispiel, die hat lange, lange Zeit es ausprobiert und hat über Monate, Jahre nichts gegessen. Es funktioniert, da gibt es einen schönen, es macht dich aber nicht besser. Was jetzt interessant ist, diese Lichtnahrungsheinis, ich sage jetzt, das mal, es sind ja nur Gedanken in deinem Traum. Da tauchen jetzt welche auf und die behaupten, die haben seit 5 Jahren nichts gegessen. Ich sage dir, du kannst es ausprobieren und es funktioniert. Wenn du das wirklich willst, aber was das macht dich nicht heiliger, sondern es bläht dein Ego auf, weil du meinst schon wieder, du bist was Besonderes. Ich sage, Geist ernährt sich nicht von Licht, der ist Licht. Okay? Geist, ein Geist ist von ist Licht, der muss sich nicht von Licht ernähren. Das ist ein ganz anderer Zustand. Das bist du übrigens schon. Umso mehr dir bewusst wird, umso mehr du dich wieder erinnerst, was du eigentlich bist. Du bist das, was immer ist, Ja. nicht irgendein Gedanke. Aber jetzt ist es natürlich im Widerspruch in der Schulmedizin, da ist dann das ist denkunmöglich. Ja, Da gibt es einen ja, schönen Kinofilm über diese Thematik, also eine Reportage, eine Dokumentation. Und du wirst jetzt feststellen, ein Materialist, der wird dir natürlich komplett mit seiner Logik erklären, wenn du nichts zum Essen kriegst, musst du ja verhungern. ja. Vor allem mit dem Ich glaube, Trinken. es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und die große Schwierigkeit ist jetzt, dass du diese wieder, wir haben wieder einen Widerspruch. Brauche ich jetzt was zum Essen oder brauche ich nichts zum Essen? Und du musst das mal wissen, Essen heißt sein, esse. Esse im Hebräischen heißt tun, machen, handeln. Es muss was in dir passieren. Wenn du nicht träumst, ist keine Welt da. Und sobald du zum Träumen anfängst, muss der eine Geist das mal Wellen aufschmeißen, er muss sich teilen. Das haben wir im letzten Gespräch. Das Leben beginnt mit der Schizophrenie des Geistes, mit der Schizophrenie Gottes. Es muss sich spalten. Du musst Unterschiede machen an deiner Oberfläche. Jetzt ist natürlich immer wieder, das heilige Ganze steht eins drüber. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein Meer denken, das immer gleich bleiben, dasselbe Meer ist, und wir denken uns die Gedanken, wenn die drauf sitzen, die sich ständig verändern, haben wir ja wieder eine Polarität, merkst du? Das immer gleich bleiben, die Unveränderliche, zu denen gehört zwangsläufig. Das ist dieses Prinzip, entsteht im selben Moment immer das Gegenteil, egal an was du denkst. Zwangsläufig müssen wir uns jetzt in einer komplexeren Form denken, wir brauchen Nahrungsmittel, wir brauchen Essen, um zu überleben, entsteht im selben Moment, dass es auch ohne Essen geht. In der Form. Es ist natürlich, da steht jetzt mit der normalen Logik, die rebelliert jetzt. Aber das ist es ja. Ich sage, dein Gefängnis ist deine Logik. Meine schöne Metapher mit dem Gefängnis, wo alle eingesperrt sind, die keine eigene Meinung haben. Was jetzt natürlich das Problem ist dabei, dass du jetzt als Mensch, der du diese Rolle spielst, in der Regel beides nur vom Hörensagen kennst. Pass auf, du kennst vom Hörensagen, dass es welche gibt, die ohne Essen Lichtnahrung zu sich nehmen und über Jahre praktisch einwandfrei leben, ohne dass sie einen Bissen essen. Das kennst du vom Hörensagen. Und du kennst vom Hörensagen,
dass welche, wenn die nichts essen kriegen, dann sind die verhungert. Das ist der Widerspruch. Du hast weder das eine noch das andere ausprobiert. Ich schon, mir ging's beschissen dabei. Das ist immer zeitlang, da muss man dann einen Schritt weitergehen, aber du bist ja immer noch da, also hast du es nicht konsequent weitergeführt. Das ist immer wieder, das ist ja so eine kleine Geschichte, wo ich immer wieder erzähle, was der Körper zum Beispiel zu leisten vermag. Wenn ich jetzt zurückgehe in meine Bundeswehrzeit, ich habe Einzelkämpfer ausgebildet und das ist bei den jungen Burschen, ist es, wenn du marschierst, wenn du jetzt gar nichts gewöhnt bist und selbst wenn du auch beim Marathonläufer oder Triathleten, es sind zuerst einmal jetzt nur Worte, was du hörst und es baut wieder Vorstellungen in dir auf. Das muss dir bewusst werden. Das alles ist in deinem Kopf beroschet. Und es ist, weil du es jetzt denkst und der Reizauslöser waren jetzt meine Worte. Wenn wir uns jetzt Marathonläufer oder krasser noch Triathleten denken, die ja hier 3,6 Kilometer schwimmen, 180 Kilo aus dem Wasser raus, 180 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und dann noch am Marathon laufen, dass wenn du so übermenschliche Leistungen vollbringst, die mir ja vom Hörensagen gibt es das ja. Können wir an, in Rot ist immer das große Triathlon, hast bestimmt schon mal gehört. Ist ja in Rot, um den Rotsee rum ist immer alle Jahr ganz, ganz großes Treffen von Triathleten. Mhm. Wenn man das anfängt, oder bei der Bundeswehr extrem marschieren, das ist das Erste, was hier einer überwinden muss, ist das Ego. Pass auf, ich habe immer bei jungen Burschen, habe ich immer ganz klipp und klar gesagt, da kommt der Punkt, wo die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, warum tue ich mir das überhaupt an und ich kann keinen Schritt mehr gehen und ich breche zusammen. Der dir das jetzt einredet, das ist dein Ego. Ja. Und wenn du das zum Schweigen bringst, ich sage immer wieder, wenn du in dem Moment, wo du meinst, ich kann keinen Schritt mehr, ich bin total ausgebrannt, hast du in der Regel noch 70-80% Leistung. Das heißt, wenn das in der Regel einer nach 30 Kilometer sagt, kann er ohne Probleme 100 Kilometer nur laufen, wenn er das Ego überwindet. Das heißt, rein körperlich sind da noch Reserven da ohne Ende. Das, was dich extrem runterzieht, ist das Geschwätz deines Egos. Was ich natürlich jetzt nicht verschweigen will, dass dieses Ego, das vernichtet wird, ausgetauscht wird durch eine höhere Form von Ego, weil ich ja mit aller Gewalt mir das beweisen will, dass ich das auch schaffe. Mhm. Es wird dieses menschlich schwächliche Ego, das auf dem Körper sich sehr körperdiktiert ist, ich kann nicht mehr und ich kann keinen Schritt mehr, wird jetzt praktisch ein neues Ego intronisiert, das hier so eine göttliche, körperliche Allmacht macht. Es bleibt immer noch Ego. Es ist kein Ego, kein Ich ist der Beobachter. Der Beobachter, der nichts mehr verändern will, sondern der lernen will, der verstehen will. Was soll mir dieser Traum, was soll ich in diesem Traum alles lernen? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich sage immer wieder, das Erste, was du hier und jetzt in deinem jetzigen hyperrealistischen Traum zugegebenermaßen lernen sollst, ist, dass du dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Dass du ganz tief in dir verankerst, egal was in mir auftaucht, das ist eine Gedankenwelle, die kommt aus mir, das ist eine wichtige Facette, ein Bauteil, ein Bastelstückchen aus dem Heiligen Ganzen. Wenn es Gott nicht gewollt hätte, hätte er das nicht erschaffen. Das erfordert sehr, sehr viel Demut, weil jetzt kommt ein Wertesystem, dieses Einseitige, das du auch von mir hast, das ganz massiv gegen Sachen anrennen wird, wo du überhaupt nicht akzeptieren willst. Und da musst du jetzt drüber stehen und das erkennen, dass das nur dieses Ego ist. Hättest du jetzt dieses Wissen nicht, sondern ein anderes Wissen, dann würdest du mit derselben Situation, mit denselben Bildern ganz anders erklären. Diese einfachen Sachen, wenn ich sage, tu mal eine Schweinsachse hin und dann irgendein Bayern, der einen Hunger hat und dann nimmst du irgendeinen Araber, für den Schweinefleisch eklig ist. Das ist doch schon beim Essen, was schmeckt und was nicht schmeckt. Das sucht sich doch keiner raus. Das ist eine Programmierung, die wiederum nur eine Facette von vielen Möglichkeiten darstellt. Und das sind so ganz einfache Sätze, wo ich sage, jede Vorstellung von richtig, jede Richtung setzt im selben Moment eine Kehrseite des Verkehrs. Und wenn du dich erhebst als Geist, wirst du feststellen, dass beide Seiten richtig sein können. Es hängt davon ab, von welcher Seite du schaust. Aber immer wenn du in eine Richtung schaust, entsteht im selben Moment der Kehrseite, die, wenn du von der anderen Richtung schaust, richtig ist. Und deine Vorstellung von richtig ist dann verkehrt. Ja. Das bringt dich in die Mitte. Dann kannst du gar nicht mehr parteiisch sein. Verstehst du? Jetzt wirst du hier mehr oder weniger losgelöst von deiner eigenen Normierung, die du zu durchschauen hast. Du stellst dich in einem gewissen Maß in ein Glaubensniemandsland. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit einem Atheisten, der sagt, ich glaube nicht an Gott. Er hat einen ganz klaren Glauben, eine ganz klare Vorstellung. Er hat auch seinen Gott, er nennt es bloß Geld.
an dem er hangt. Er entdichtigt sich auch. Er gibt auch wieder einem anderen, einem ausgedachten Ding, die Macht über sich selber. Ob ich jetzt einen ausgedachten Gott anbete, und das sind die vielen Sachen, wenn man jetzt, pass auf, die Moslems und die Christen. Jetzt könnte ich wieder sagen, warum haben die Moslems so einen Brass auf die Christen, die fanatischen Moslems? Das ist ganz einfach, weil der höchste Heilige im Koran ist Jesus Christus. Das ist der höchste heilige Mensch im Koran. Wissen die vielen nicht, die sich damit nicht beschäftigen. Aber Jesus ist im Koran, wird er nicht gekreuzigt. Und ich betone so oft, dass für Moslems sind die 10 Gebote Mose absolut geltendes Recht. Und die Moslems berufen sich drauf. Da heißt es, du sollst dir kein Bild von Gott machen und es anbeten. Und die Christen machen sich ein Bild in ihr Jesus-Kreuzfigur, die sie anbeten. Und darum sind für die Moslems sind die Christen Gesetzesverletzer. Jetzt könnte ich sagen, wo sie recht haben, haben sie recht. Das ist geistliche Beweglichkeit. Das ist natürlich die Einseitigkeit, wo die wieder vertreten durch falsche Lehre, wo du im Original gar nicht finden wirst. Das ist immer wieder, das ist, du musst irgendwann einmal selber nachdenken, selber deine eigene Meinung dir bilden. Das ist das, wo ich dich darauf hinführe. Darum werde ich dir niemals sagen, was du glauben sollst. Ich erkläre dir nur, was du bist und wie du funktionierst. Und das kannst du jetzt annehmen oder sagen, das ist ein Schwätzer. Dann sage ich bei aller Bescheidenheit, dann drehst du dir selber den Hals zu. Ich habe nämlich meine Gerechtigkeit, habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und ich habe das folgendermaßen geregelt, dass ich sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, wie du es bestimmst. Und all deine Richtersprüche vollstrecke ich an der Person in deinem Traum, die du zu sein glaubst, deren Rolle du spielst. Und da wird man dann sehr, sehr vorsichtig. Die Annemarie wird immer demütiger, weil sie das sieht, dass Es sie ist, der Wärter ist, ne? ja, das ist, du bist die absolut letzte Instanz. Wahnsinn. Es ist auch dann, wenn du jemandem nachplapperst, bist du derjenige, der dieses Wissen, das du vom Hörensagen als das einzige Richtige definierst. Der dir was erzählt, der kann Einfluss darauf, ob du ihm glaubst. Du bestimmst es. Das stimmt, ja. Das ist auch, ich bin nur am Anfang, sag, wenn mein Menschensohn in dir auftaucht, das habe ich auch so oft gebracht, es geht zum Beispiel der Sound der Stimme. Wenn ich jetzt hier im Sound der Stimme spreche, beweise mir doch, dass du der Menschensohn bist und dann glaube ich dir alles. Das ist so flehend, beweise es mir doch, dass ich das glauben kann. Jetzt drehe ich das rum in die Arroganz und sage, beweis mir, dass du es bist, dann bin ich so gnädig, dass ich dir glaube. Das heißt, wenn du mir einen Beweis gibst, glaube ich dir. Das ist aber, der Beweis ist ja wieder abhängig von seiner Logik. Er will innerhalb seiner primitiven Logik einen Beweis. Jetzt gehe ich einmal ganz kurz, so viel Verständnis vom Computer habt ihr mir, nimm mal irgendeinen alten, einen 20, 25 Jahre alten Computer, der mit DOS oder mit Basic-Betriebssystem läuft und dieses Basic-Betriebssystem sagt jetzt zu Windows, beweis mir, dass du besser bist und dann darfst du mich löschen, überspielen. Das Keine ist, Chance. Windows kann einem primitiven System nicht beweisen, dass es besser ist. Weil es eine höherwertige Logik ist. Da musst du reinwachsen und du musst eben Sachen akzeptieren, wo dir die Haare zu Berge stehen. Und wenn du das einfach zulässt, das ist dein Vater, dein Wille geschehe, dass du das einfach zulässt, obwohl deine Logik total dagegen aufschreit, dann die Abraham-Geschichte, ich habe das so oft wiederholt, ich muss nicht nochmal erzählen. Nein, nein, das ist okay. Schlachte deinen Sohn. Das ist all das, das sind all diese Metaphern, das sind noch etliche in der Tora drin, die genau diese Thematik anspielen, das absolute Vertrauen, nicht als Gott als eine Personifizierung gedacht, sondern das absolute Vertrauen, dass in der Schöpfung nichts verkehrt läuft. Auch keine Grieche. Die haben alle ihren Sinn innerhalb der Geschichte. Und das ist ja, wenn du mal verstanden hast, dass was du dir ausdenkst, eh nicht, dass das einer ständigen Vergänglichkeit unterworfen ist. Ich sage das immer wieder, die Verwandlung. Warum müssen die Blüten von einem schönen Kirschbaum verschwinden, weil es dann keine Kirschen gibt? Warum müssen die hübschen Säuglinge verschwinden, weil es dann keine Kinder gibt? Und die müssen sich auflösen, dass Erwachsene draus werden. Und die Erwachsenen müssen sich auflösen, dann, wenn sie all die Suppenhühner geworden sind, dass sie Geist werden. Die Raupen müssten zu Schmetterlingen werden. Es ist eine ständige Verwandlung. Das symbolisieren die Bilder in deinem Traum, den du zur Zeit der reale, du nennst es reale Welt nimmst. Du sollst nicht das Erscheinungsphänomen Realität bezweifeln, sondern dir klar machen, das, was du real wahrnimmst, ist real. Aber es ist nur, wenn es in dir auftaucht.
Das heißt, es existiert nicht unabhängig von dir da außen. Diesbezüglich ist das, was du sinnlich wahrnimmst, genauso eine Information, wie wenn du bloß was denkst. Ob du jetzt an Rumpelstilzchen denkst oder an den Udo denkst. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist jetzt ein Pixelmännchen, das ist keine Hand, ich sage das so oft, da bewegt sich jetzt auch nichts, keine Millimeter von der Stelle. Übrigens ein Widerspruch, du siehst eine Bewegung, du siehst einen Finger, der sich bewegt, obwohl kein Finger da ist, und auf dem Monitor bewegt sich nichts, auch nur eine Millimeter von der Stelle. Jetzt hast du eine heilige Sichtweise. Ist das in deinem Alltag auch der Fall, wenn du Zeitung liest oder konfrontiert wirst mit Bildern? Da siehst du nur deine Interpretationen, die diese Reizauslöse in dir auslösen, was du dann jetzt um dich herum verstreust. Das macht dich zu einem Gott. Ist ja auch spannend. Das ist Leben ist unendlich aufregend und spannend, wenn man das wie ein Film genießen kann. Verstehst du? Ja. Dass du keine Angst haben musst. Das ist es. Du bist das Einzige, was überbleibt. Genau. Alles klar, Leute, ich muss Schluss machen. Ja, vielen oder? Dank. Und euch wieder mein Helden. Lasst mich wieder in euch reinfallen. Ich gerne. Bin in euch. Ja. Das ist, also wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und das wird dir, das ist kein Geschwätz, kein religiöses. Wenn du jetzt mit einem gesunden Menschenverstand schaust, wo ist der Udo jetzt, den du dir ausdenkst? Der ist doch deine Information. Ja, das ist es. Wenn du dir jetzt denkst, dass du Udo euch zwei Brösel zieht, dann müsst ihr zwei ja im Udo drin sein, der in euch drin ist. Und jetzt immer wieder dieses ihr und euch, ist doch alles Blödsinn. Das sind jetzt nur Geräusche. Es gibt bloß den Geist, der sich dieses Gespräch anhört. Und der ist auch noch dann da, wenn jetzt das Gespräch zu Ende ist. Ja. Egal, wer du zu sein glaubst, das, was du zu sein glaubst, ist auch bloß, wenn du dran denkst. Aber der, der das erlebt, der ist immer, das bin ich. Und ich bin du. Und das mit viel Freude. All meine Liebe in euch. Danke. Als Abschluss noch bloß, du hast vorhin was gesagt mit ihm ins Netz stellen, das wäre gar nicht notwendig. Das stimmt schon, da hast du bestimmt auch recht. Nur da gibt es so viele, die so dankbar dafür sind. Ich habe jetzt zig, Heidemarie, ich habe jetzt zig Mails gekriegt, das letzte Gespräch, weil das für viele wieder, wo da auch nichts Neues drin war, das war jetzt sehr wieder auf den Punkt gebracht und ich wiederhole und wiederhole, mir läuft es zu die Ohren raus. Ja, das glaube ich dir. Das ist immer Geduld, was Geduld ist, da darfst du mal mit dem Udo tauschen, dann wirst du feststellen, was Geduld ist. Und ich habe aber kein Bedürfnis, irgendwie die Masse zu erreichen. Ja. Ich rufe auch nichts an, ich kriege eigentlich nur, wenn hier irgendeiner meiner Schäfchen neugierig ist, werde ich nicht mehr müde, das zu erzählen. Ja. Aber ich möchte keine. Okay, du bist der Verstehst du? Und das war jetzt hier die Geschichte, wo ich jetzt wieder wiederholt habe. Ist jedes Mal, wenn neu ist, da war jetzt überhaupt nichts Neues dabei. Was nicht heißt, dass ich nichts Neues für euch wüsste, aber das muss schlafwanderisch in euch drin sein. Eben, ja. Ohne dass man drüber nachdenkt. Da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Das muss ich komplett installiert haben, so nenne ich das. Und das kommt aber dann ein bisschen in einer anderen Sichtweise wieder. Macht immer wieder eine kleine Facette dazu. Eben, und das finde ich super das ist, eben. Das war zum Beispiel hier jetzt, da hätte man weiter ausholen müssen, diese Sache, wo ich sage, mit Lichtnahrung, ich brauche physikalisch Nahrung, dass ich überleben kann. Und dann gibt es diese These, sich von Lichtnahrung zu ernähren. Das ist ja auch These, Antithese. Und du wirst jetzt merken, beide Seiten sind Sackgassen. Zu glauben, dass du was zum Essen brauchst, ja. Als normal materialistische Logik, dass dein Körper nicht vergeht, der vergeht so oder so, ob du was isst oder nicht. Genau. Lichtnahrung, sich aufzublasen, dass man meint, man ist was Besonderes, weil man seinen Körper von Licht ernährt, das führt dich auch nicht zu dem Licht, das du selbst bist. Ja. Weil du dich ja immer noch mit dem Körper verwechselst und jetzt meinst, du bist was Besonderes. Genau. Und jetzt pass auf, du Geist als normaler Mensch, du hast weder das eine noch das andere ausprobiert, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gibt durchaus welche, die das wieder Doni zum Beispiel, die es probiert haben, die aber, die Helene hat nicht mitgemacht, die aber dann festgestellt hat, deswegen war ich auch nicht glücklicher. Genau. Das Erste, was beim Doni passiert ist, da waren wir zwar in der Bergsteiger, im Bergsteigen, dass er leicht worden ist, dass du eine Allmachts-Euphorie kriegst, sagt, ich bin auf dem Berg fast bloß noch hochgeflogen. Schau dir mal Marathonläufer an, die sind ja bloß Haut und Knochen. Aber es ist nicht, du hast da dann keinen Hunger mehr. Das löst sich irgendwann komplett auf. Ich kann immer verweisen, diesen schönen Film, diese Dokumentation über Lichtnahrungen, wo das dann hin und her springt, wo auch Ärzte Selbstversuche gemacht haben, wie die Schulmedizin massiv dagegen ist. Das sind Glaubenssysteme, die aufeinanderprallen. Und das Glaubenssystem, das du tiefst im Inneren verankert hast, das wirst du verwirklichen. Aber jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, hast weder das eine noch das andere ausprobiert. Das heißt, das ist eine Bad-Situation. Was jetzt eigentlich stimmt, wird wieder definiert von deinem Glauben.
ob du das glaubst oder das glaubst. Und ich sage, die Wirklichkeit liegt in dem Widerspruch, ist ein vollkommen neues Denken. Und um das nochmal klarer zu machen, ist meine Geschichte mit den Sexualverbrechern. Wenn ich sage, hast du schon einmal mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann ein Mädchen vergewaltigt und umbringt? Du wirst nicht einen einzigen finden in deiner Traumwelt, der diese Frage, ohne ein Meinrad zu schwören, mit Ja beantworten kann. Es gibt keinen. Das heißt, wieso bist du dann so überzeugt, wenn das doch noch nie einer gesehen hat, dass es in deiner Welt da außen unabhängig von dir Sexualverbrecher gibt? Du kennst es nur aus Zeitungen und aus dem Fernsehen. Stimmt oder stimmt? Jetzt ist interessant, aus Büchern kennst du aber auch Rumpelstilzchen und Schneewittchen. Ich sage immer wieder, da glaubst du auch nicht. Oder Superman, dass die da rumlaufen. Und jetzt gibt es natürlich diese Situation, wo man dann das Ego versucht, den Glauben zu stützen. Und das ist meine Geschichte. Du kennst es, wo ich dann sage, wir gehen jetzt in der Psychiatrie, da machen wir Tür auf und da sitzt jetzt einer, der behauptet, ich habe vor 6 Monaten ein Mädchen vergewaltigt. Das war aber nicht die Frage. Die Frage war, hast du schon einmal mit eigenen Augen gesehen, dass ein Mann ein Mädchen vergewaltigt? Jetzt bringst du mir jemanden, der behauptet, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat. Es ist aber keiner, der behauptet, er hat mit eigenen Augen gesehen, dass ein anderer das gemacht hat. Ja, genau. Wenn der Glaube Eine jetzt aber Stufe so, drüber. wenn Aber der was? Glaube jetzt noch Moment, so stark ist, dass man tatsächlich im Außen das erlebt. Moment. Das kommt im Traum dann sowieso. Ich sage, du kannst mir auch welche bringen, die vergewaltigt wurden. Ja, das Das wäre. ist, bring mir jemanden, also jemanden, der zuschaut, wie ein Mann ein Mädchen vergewaltigt. Ich will nicht, dass du mir Mädchen in einen Traum bringst, die sagen, sie wurden vergewaltigt. Und ich will nicht, dass du mir welche bringst, die sagen, zugeben, ich war neben mir gestanden, mich hat der Teufel geritten, ich habe jemanden vergewaltigt. Ich will, dass du mir jemanden bringst, der Zuschauer war. Okay, und jetzt pass auf. Jetzt immer wieder, wenn das Ego sich schon wieder den Glauben, ich will ja auf was ganz was anderes hinaus, wo ich dann sage, jetzt gehen wir in der Psychiatrie eine Zellentür weiter und da sitzt einer, der behauptet, er wurde vor 6 Monaten von grünen Maskenmännchen entführt. Was mir wichtig ist, den glaubst du komischerweise nicht. Jetzt pass auf, jetzt habe ich wieder so viele Worte gemacht. Dir muss in der Selbstbeobachtung bewusst werden, dass in dem Moment, wo du in deinem Glauben was als richtig erkannt ist, kann man dir alles erzählen, weil es ist ja für dich richtig. Obwohl rein als Richter wertfrei müsstest du hast 2 Aussagen, wo weder der eine behauptet was und der andere behauptet was. Und du hast weder das eine noch das andere nicht gesehen, also musst du das einmal als möglich stehen lassen. Aber jetzt pass auf, wieso ich das jetzt nochmal hochgeholt habe. Dasselbe ist, da taucht einer auf und der behauptet, er hat sich von Licht ernährt, ohne Essen. Und dann wieder einer, der sagt, das ist unmöglich, wenn du nichts zum Essen kriegst. Das sind auch 2 Sachen, die du noch nicht bis ins Exzess ausprobiert hast. Hab's ausprobiert. Ja, du hast ausprobiert und hast dann wieder aufgegeben. Ja, auf jeden Fall, weil es Aber mir das nicht ist gut doch. ging. Das ist ja Blödsinn, das ist sowieso, das ist immer wieder so eine Entgiftungserscheinung, das hast du ja schon, wenn du eine ganz normale, wenn du fasten tust, selbst beim Fasten, kann man jetzt ins Russische gehen, Schulen, die hier diese große Reinigung mit dem Fasten machen, dass du zuerst einmal hier den inneren Schweinehund überwinden musst. Und ich Und da war sind nicht wir einen Moment schwächer. einverstanden. Aber darum, wie gesagt, es geht, wenn es auf deinem Film drauf ist, ist es eh auf deinem Film drauf. Ich bringe jetzt extra diese Beispiele, die sind für mich alle sekundär. Das sind alles, weil wir reden jetzt von Möglichkeiten und von Erscheinungen. Wir können jetzt Granderwasser nehmen und dann bringe ich dir welche, die hier auf den Schwachsinn reinfallen und die werden dir dann auch beschwören, dass die, wenn die eine Blume mit Granderwasser gießen, dass die nochmal so stark wachsen und die sagen dann, wir haben 2 gleiche Blumenstöcke und ich bringe dir welche, die sagen dann hier, dass wenn du Pflanzen mit Musik bestrahlst, dass die dann besser wachsen, wenn das klassische Musik ist und Barockmusik gehen sie kaputt und jetzt kommt dann wieder auf der anderen Seite. Bringe ich dir wissenschaftliche Untersuchungen, wo das alles widerlegen. Und jetzt kommt dieser einfache Satz vom Udo. Egal welches Buch du mir bringst, egal welche Untersuchung, egal welche Internetseite du mir zeigst, ich zeige dir 1000 Bücher und Internetseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil behauptet wird oder sogar was ganz was anderes. Und jetzt kommt Holofeeling, dass die alle recht haben. Und es leuchtet dir ein, wenn du das ein Beispiel verstanden hast, dass die Wirklichkeit keine von dir ausgedachte Welt, die Welt, die du dir ausdenkst, die so wie du sie dir ausdenkst, hast du einen anderen Glauben, denkst du dir eine andere Welt aus. Und jetzt musst du wissen, wenn Menschen träumen, träumt jeder einen eigenen Traum.
Der Mensch, der rot geschriebene Mensch, der Adam ist ein träumender Geist. Nicht zu verwechseln mit einem Ino, der in dir in deinem Traum in Erscheinung tritt. Und du hast keine Möglichkeit, du hast in deinem Traum können jetzt welche auftauchen, Figuren, die irgendwie was anders behaupten. Es sind nur Schatten auf der Leinwand. Genau, Die und erfahren eine nicht. Es ist dein Wissen. andere Der Einzige, der Spiegelperspektive, wirklich ne? das verstehen kann, ist der Geist, der träumt. Und das bist du. Du musst der Erste sein, der es verstanden haben muss. Genau. Und da geht es nicht um intellektuelles Wissen, das man Wörter auffächern kann. Das machen wir dann im nächsten Kapitel. Okay? Gerne. Es ist alles gesagt. Danke, Udo. Danke, Tschüss. lieber Udo. Tschüss. Tschüss.